Bei der 9. internationalen Oberösterreich-Radrundfahrt kämpfen 144 Profi-Radrennfahrer aus rund 20 Nationen in 4 Etappen um den Sieg. Die Gesamtlänge der Oberösterreich-Radrundfahrt beträgt 445,7 Kilometer. 7.420 Höhenmeter sind dabei zu meistern. Bei diesem Radsport-Großereignis starten 24 Teams, darunter Kontinentalmannschaften aus ganz Europa und natürlich alle heimischen Spitzenteams. Ein Highlight stellt zu Beginn die Kurzetappe über 12,6 Kilometer von der Johannes-Kepler-Universität in Linz zum Freilichtmuseum Pellenberg dar. 555 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen. Seine gute Form stellt Stefan Rabitsch gleich zum Auftakt unter Beweis. Mit neuem Streckenrekord von 23,56 gewinnt der Profi von Team Felbermayr die erste Etappe. Ja, also ich war gestern richtig hart, aber ich glaube, mit Ricky haben wir das recht gut gemeistert. Wir sind fast ein bisschen zu früh weggefahren. Aber zum Glück ist es ausgegangen und ja, also ich glaube, dass der Lars Van nachher noch ein richtiger Gegner wird für uns. Vor allem, er kann sprinten auch mit der Zeitbonifikation. Es wird sehr knapp, aber wir werden trotzdem probieren, alles Mögliche auch, sollte das heute holen. Aber morgen, glaube ich, ist auch noch ein schwerer Tag und da werden wir sicherlich noch einmal was probieren und den Vorsprung auszubauen für die letzte Etappe. Die zweite Etappe führt vom Max Center in Wels durch das Hausruck und Innviertel nach Ried im Innkreis. 154,1 Kilometer sind hier zu bewältigen. Ja, wird sicher jetzt noch eine extreme Challenge werden die nächsten Tage und ja, es ist nicht leicht. Also wir und Stefan, wir haben mit Pippo verdient für den Sprint, also wir haben eigentlich nur drei Leute, die was wirklich so ein wenig als Arbeitstiere sind und ja, das ist ein wenig eine Challenge und im Notfall muss ich auch ein bisschen fahren, aber ich hoffe, dass wir das irgendwie gut managen und ja, dass wir das irgendwie halbwegs gut umbringen. 140 Radprofis aus 22 Nationen starten Richtung Ried im Innkreis. Nach 30 Kilometern löst sich eine 6-Mann-Spitzengruppe vom großen Feld und fährt einen Vorsprung von 2,5 Minuten heraus. Sebastian Baldauf vom Team WSA Pushbikers holt sich die erste Bergwertung am Turmberg. Insgesamt sind ganze 5 Bergwertungen auf dieser Etappe zu bewältigen. Baldauf kann alle für sich entscheiden. Hier sprintet er zum Sieg bei der Bergwertung auf der Höhe. Jetzt führt die Strecke ins Mattigtal nach Schalchen und wieder hinauf zur 5. Bergwertung in den Wallfahrtsort Maria Schmolln. 90 Kilometer haben die Fahrer jetzt zurückgelegt. Andreas Graf vom Krinkow Advarik Cycling Team und Gian Friesecke vom Team Vorarlberg Santik lösen sich von ihren Mitstreitern. Die beiden Radprofis liegen bei der ersten Zieldurchfahrt in Ried noch 1 Minute 51 vor ihren direkten Verfolgern. Letztendlich werden sie aber 15 Kilometer vor dem Ziel gestellt. Auf dem 4-mal zu absolvierenden 9 Kilometer langen Rundkurs in Ried wird ordentlich aufs Tempo gedrückt. Hunderte Zuschauer feuern die Radprofis auf dem spektakulären Kurs durch die Bezirkshauptstadt im Innviertel an. Filippo Fortin, der heuer schon einige Rennen gewinnen konnte, hat hier die Nase vorne und gewinnt den Zielsprint. Der Italiener konnte die Etappe nach 3 Stunden 41,46 und einem Schnitt von 41,7 km/h für sich entscheiden. Die Gesamtführung und somit das gelbe Trikot geht an Lars van der Haar aus den Niederlanden. Das Bergtrikot kann sich Sebastian Baldauf mit 5 gewonnenen Wertungen überstreifen. Ja, also erstmal war es echt hart, weil es den ganzen Tag rauf runter gegangen ist. Aber wir haben super zusammengearbeitet in der Spitzengruppe und ja, ich habe ganz gute Beine gehabt und konnte somit die Bergwertungen alle für mich entscheiden. Mit Ried im Innkreis ist ein neues Etappenziel dazugekommen.
Ja, ich meine, sag ich mal, der Finalkurs oder der Rundkurs zum Schluss war schon eher ja, tricky, sag ich mal. Zwar verwinkelt, die Straßen relativ schmal und auch durch die Ortschaft in Rittern durch. Wir haben in Marvin Amersch mit vorne eingebracht im Sprint zeitgleich. Das war für uns ganz gut und auch wichtig für die Mannschaftswertung. Und ja, ich glaube, dass wir uns gestern ganz gut geschlagen haben. Ja, es war. Die Anfahrt war okay, aber die Schlussrunde war schon fast grenzwertig, muss man sagen. Also war sehr gefährlich, ja. Auf der 140 Kilometer langen dritten Etappe gibt es 3 Sprintwertungen und 2 Bergwertungen. Die ersten beiden Sprintwertungen stehen gleich nach dem Start beim Intersport Stöcker in Eferding an. 5 Fahrer setzen sich bereits auf den ersten Kilometern vom Feld ab und überqueren nach den 3 Runden in Eferding mit fast 3 Minuten Vorsprung in Aschach die Donau. Nach einer Fahrzeit von 2:08:26 erreichen Peter Simon vom Pannon Cycling Team und Timo Loderer von Krinkhoff Advarik Cycling mit 26 Sekunden Vorsprung auf das Feld das Etappenziel in Ulrichsberg. Jetzt sind aber noch 3 Runden zu je 9 Kilometer zu fahren, wobei sogar noch 2-mal die schwere Bergwertung in Breuer zu überqueren ist. Die erste Bergwertung geht an Sebastian Baldauf. Die Sprintwertung in Ulrichsberg holt sich Lars van der Haar. Kurz vor der zweiten Bergwertung attackiert das Verfolgerquartett mit Stefan Rabic, Patrick Schelling, Jonas Rapp und Ricardo Zeudel. Rabic gewinnt die Bergwertung. Eine dreiköpfige Spitze, angeführt von Roland Thalmann, Team Vorarlberg-Santig, fährt mit 25 Sekunden Vorsprung auf die Verfolger in die letzte 9 Kilometer lange Runde. In dieser Gruppe befinden sich jetzt Lars van der Haar, Ricardo Zeudel und Stefan Rabic. Nach einer Gesamtfahrzeit von 3:30:44 kommt Stefan Rabic als erster den Anstieg zum Ziel in Ulrichsberg herauf und gewinnt den Zielsprint vor Patrick Schelling und Ricardo Zeudel. Van der Haar wird 9. Das gelbe Trikot des Gesamtführenden geht damit wieder zu Stefan Rabic. Was soll man sagen? Es war, wir haben gewusst, wir sind also. Also wir haben die Karten, dass wir halt angreifen müssen und ja, es ist alles aufgegangen. Es hat super gepasst. Wir haben gleich von Anfang an haben wir die anderen arbeiten lassen, weil die haben das gelbe Trikot gehabt und dann 10 Kilometer vor der Schlussrunde haben wir die Mannschaft noch vorgeschickt und die hat super gearbeitet. Also muss man echt sagen, ohne die hätten wir das heute nie anfangen können. Ja, und dann mit Ricky zum Schluss mit mir, dass das dann alles halt so aufgegangen ist wie nach Plan, wie in einem Drehbuch und das hat echt freut uns sehr und jetzt haben wir als gelbe Punkte alles. Also ich glaube, 1., 2. gesamt. Jetzt hoffen wir, dass wir es morgen heimführen noch. Und dann sind wir alle froh wieder. Als bestes Team in der Mannschaftswertung geht die Mannschaft Vorarlberg-Santig auf die letzte Etappe. Ja, ich denke, geschlossen, starke Teamleistung bis jetzt. Wie gesagt, 4 Fahrer in der Top 10. Ist schon sehr gut. Leider bis jetzt keiner ganz vorne, aber ja, heute ist nochmal alles möglich, denke ich. Ein längerer Anstieg und wir haben mehrere Karten zum Spielen und werden es heute sicher nochmal versuchen. Gestartet wird bei der Spinnerei in Traun und es geht über 74,5 Kilometer ins Ennstal nach Ternberg. In Ternberg angekommen müssen noch 6 Runden zu je 10 Kilometer gefahren werden. Insgesamt sind das 136,9 Kilometer. Bei Kilometer 17 können sich 5 Mann absetzen, mit dabei Andreas Graf, Team Krinkhoff Advarik Cycling Team, als einziger Österreicher. Wie bereits auf den ersten 3 Etappen ist die Strecke alles andere als flach, denn 3 Bergwertungen warten auf die Radler. Bei Rennkilometer 33,9 in Kremsmünster, beim Baum mitten in der Welt, holt sich der Italiener Ivan Martinelli die erste Bergwertung vor Christian Mager und Andi Graf.
Der Abstand zu den Verfolgern liegt bei 2,30. Das gesamte Rennen führt durch malerische Landschaften, doch die Fahrer haben leider nur wenig Zeit, den Ausblick zu genießen, denn die nächste Bergwertung wartet nach weiteren 20 Kilometern in Oberschlierbach. 14 Kilometer später geht es hinauf zur letzten Bergwertung der Rundfahrt, zur Sandner Linde. Alle drei Bergwertungen holt sich der Italiener Ivan Martinelli. Der Abstand zwischen der Spitze und den Verfolgern beträgt 55 Sekunden. 66 Kilometer haben die Fahrer in den Beinen. Nun führt die Strecke hinunter nach Ternberg, wo die letzten 60 Kilometer mit drei Sprintwertungen warten. Zwei Sprintwertungen gehen an den Belgier Quinten Hermans und eine an den Deutschen Christian Mager. Bis zur letzten Durchfahrt kann sich eine vierköpfige Spitze mit Andy Graf vorne halten, der Abstand ist aber nur noch 28 Sekunden groß. Die Verfolger stellen nun in der letzten Runde die Ausreißer, nur einen nicht. Quinten Hermans kann sich an der Spitze halten und gewinnt knapp aber doch nach 120 Kilometern die vierte Etappe der Oberösterreich-Rundfahrt. 4 Sekunden Vorsprung rettet der Belgier ins Ziel. Zweiter wird Lars van der Haar. Platz 3 geht an Emanuele Onesti. Den Gesamtsieg sichert sich zum dritten Mal in Folge Stefan Rabic. Zweiter wird Ricardo Zeudel. Dritter Patrick Schelling. Ja, jetzt ein Hattrick. Vorher hätte ich noch gelacht drüber, aber jetzt bin ich irrsinnig glücklich. Aber großes Dankeschön an die Mannschaft. Also Lukas Schlemmer, Ricky Zeudl, Matthias Kritzek, Filippo Fortino und natürlich Lena Daniel. Ja, was soll man da noch mehr dazu sagen, dass man jetzt Erster, Zweiter gesammt und unglaublich. Das Team Felbermayr-Simplon-Wales konnte nach den Erfolgen von Ricardo Zeudl 2013, Patrick Konrad 2014, Gregor Mühlberger 2015 und Stefan Rabic in den Jahren 2016 sowie 2017 heuer zum 6. Mal in Folge die Oberösterreich-Radrundfahrt gewinnen. Ja, sensationell. Also wir wollten die Rundfahrt gewinnen, wir wollten es mit Stefan gewinnen. Dass wir jetzt gesamt Zweiter geworden sind, dass wir 3 Etappen gewonnen haben, das ist eigentlich mehr als was wir uns erwartet haben. Und wie gesagt, für uns eine wichtige Rundfahrt. Wir haben gewusst, wir müssen uns perfekt davor vorbereiten. Und wir sind, wie gesagt, ich bin stolz auf mein Team, alle, die dabei waren. Ja, so kann es weitergehen. Die Mannschaftswertung holt sich das Team Vorarlberg-Santik. Ja, das hat sich schon relativ früh abgezeichnet, obwohl das eigentlich uns ein bisschen erstaunt hat. Aber wir wussten schon, dass wir eigentlich sehr konkurrenzfähig sind und haben auch versucht, im Rennen ein bisschen den Stempel aufzudrücken, was uns ja heute eigentlich am besten gelungen ist. Und ja, die Mannschaft hat sicher sehr gut harmoniert und ja, wir sind eigentlich ein starkes Rennen gefahren. Insgesamt haben 144 Topfahrer aus 22 Nationen auf den 445,4 Kilometern mit 7.420 Höhenmetern tolle Leistungen gezeigt. Und Organisator Paul Resch zieht Bilanz. Ja, Ried war natürlich attraktiv, fürs Publikum sehr, sehr attraktiv, aber für uns etwas schwierig von der Einfahrt her. Wir haben da am Freitag Nachmittag den Verkehr nicht ganz im Griff gehabt, aber fürs erste Mal hat es funktioniert. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber wir müssten, wenn wir nur einmal in Riedhof fahren, müssten wir natürlich einige Verbesserungen durchführen. Und die übrigen Etappe heute waren ja bekannt und waren natürlich bei dem Wetter
einfach super. Es war wirklich eine tolle Rundfahrt. Und der Sieg der Weser, ja, freut mich natürlich als Weser auch, sage ich ehrlich, und als Gesellschafter des Teams. Aber es ist natürlich der Sieg durch Stefan Rabitsch natürlich ein Teamverdienst, überhaupt keine Frage. Also es hat noch nie jemand eine Rundfahrt alleine gewonnen. Ohne Team gewinnt niemand eine Rundfahrt. Und dass er es zum dritten Mal gewonnen hat, ist natürlich auch ein Zeichen seiner Stärke. Die Oberösterreich-Radrundfahrt ist damit Geschichte. Und wie sieht es bezüglich Rundfahrt 2019 aus? Ja, den Termin könnte man auch noch für sich schon reservieren, weil einige Orte haben wir mit unserer Dreijahresvereinbarung getroffen. Ja, also einige Startorte. Und eigentlich hat auch heuer bis hier in Dernberg noch keine fixe Zusage, aber wir haben heute in der Früh von Traun eine fixe Zusage bekommen. Also es steht an und für sich. Ich bin etwas erleichtert, ja, sagen wir so. Zumindest jetzt im Juni 2018 bin ich erleichtert. Schauen wir mal, wie es ausschaut, dann im Frühjahr 2019.